Wie Sabine schon gesagt hat, möchte ich über das Thema tief in unsere Gefühle schauen sprechen. Im Buddhismus sagen wir, es gibt kein Ich oder Selbst im Sinne einer festen, unabhängigen, unveränderlichen Einheit. Tai zitiert gern die Neurobiologen, die sagen, die Neuronen feuern und es ist wie ein Orchester ohne Dirigent. Es gibt keine zentrale Steuerungsstelle, sondern ein Miteinander, das manchmal harmonisch ist und manchmal weniger. So wie ein Orchester ohne Dirigent. Trotzdem haben wir das Gefühl, dass es ein Ich gibt. Und das kommt vorwiegend durch unseren Körper ganz bestimmt und durch unsere Gedanken. In unserem Geist, in unserem inneren Monolog erzählen wir uns immer wieder, dass wir gestern dieses, letztes Jahr jenes gemacht haben. Wir verknüpfen uns den gegenwärtigen Moment durch unsere Gedanken immer wieder mit der Vergangenheit und Zukunft. Dauernd gehen wir hin und her mit unseren Gedanken, sind ganz woanders, mit unseren früheren Erlebnissen und mit der Zukunft. Durch unsere Ängste, Hoffnungen, Wünsche, Träume, wir bilden dadurch das Gefühl eines Ich. Nun leugnet der Buddhismus und der Buddha die Lehre des Buddhas. Der Buddha nicht, dass wir existieren, auch nicht, dass wir gar keine Persönlichkeit sind, ich weiß nicht, wie ich das sprachlich ausdrücken soll, sondern sagt, zum Beispiel Tai zeichnet gerne eine Linie auf die Tafel, sein Kind von 7 Jahren, eine Frau von 30 und unser jetziges Alter. Und er sagt, bin ich das Kind von 7 Jahren, bin ich die Frau von 30? Nein, ich bin nicht das Kind von 7 und nicht 30, ich bin jetzt 68. Aber bin ich überhaupt nicht dieses Kind und diese Frau? Ich bin kein anderer Mensch, ich bin immer noch dieselbe Person irgendwie. Und ich bin immer noch diese Person, man kann es sprachlich sehr schlecht ausdrücken. Und im Buddhismus sagen wir dann, weder der gleiche noch ein anderer. Ich würde sagen, damit müssen wir uns zufrieden geben und können nur ein bisschen versuchen, das durch Meditation, durch Denken darüber zu verstehen. Ich denke zum Beispiel gerne an, ich denke nicht gerne an die Zeit, aber für mich ist das ein Beispiel. Ich habe mindestens 2 Ich, nicht eins, also kein unveränderliches, gleichbleibendes Ich, sondern die Zeit vor einer ganz starken Depression und Krise und die Zeit danach. Das hat mich ganz verändert. Vielleicht habe ich auch inzwischen 3 verschiedene starke Änderungen in meiner Entwicklung. Vielleicht können es einige von euch nachvollziehen. Aber darum geht es mir heute nicht. Es gibt unser Denken, dass diese Kontinuität erschafft, die Illusion einer Kontinuität. Tai gibt zum Beispiel das Beispiel, dass jemand eine brennende Fackel in der Hand hat im Dunkeln. Und so sehen wir, das ist ein Punkt, dann ist das Feuer hier und wenn ich das da sehen wir das Feuer hier und so weiter. Aber wenn er schnelle Bewegungen macht, ganz schnelle, und es ist dunkel, wir stehen ein bisschen weiter weg, dann haben wir das Gefühl eines Feuerkreises. Also diese Kontinuität dann ist eine Illusion. Was mithilft zu dieser Illusion sind, ich nenne es jetzt für 1-2 Sätze mal, ein Konglomerat von Gefühlen und Verhaltensweisen, die wir haben, die immer zusammen auftreten. Die Neurobiologen nennen das Cluster oder neuronale Netzwerke oder Module. Das heißt, dass nicht ein Gefühl, sagen wir, Angst mal hochkommt und dann wieder weggeht oder Freude oder Liebe, sondern dass das ein Verhaltensmuster ist. Habit Energies, Gewohnheitsmuster. Diese Muster sind eigentlich dafür da, dass wir mit diesem Cluster, nenne ich mal ganz
neutral, sind eigentlich dazu da, dass sie uns helfen bei den Anforderungen des Alltags, des täglichen Lebens, aber auch bei besonderen Anforderungen, kommt eine Verhaltensweise hoch und kommt eine andere Anforderung, kommt eine andere. Sagen wir sprechen mit unserem Chef oder mit unserer Frau, mit den Sangha-Freunden, wir spielen mit dem Kind oder reden mit jemandem, der uns sehr verletzt hat. Vielleicht haben wir dann vier solcher Verhaltensweisen, die jede anders ist. Es ist ein Anpassungsmechanismus. Wir bewegen uns von einem zum anderen, ohne dass wir es normalerweise merken. Wir können vielleicht jetzt wirklich freundlich sein, aber normalerweise ist unser Verhalten dem einen oder anderen Menschen gegenüber in der einen oder anderen Situation, beim Spielen oder beim Arbeiten oder beim Schwimmen, ein ganz anderes. Und die Neurobiologen sagen, es gibt keinen monolithischen Block, den man ich nennen könnte, sondern viele verschiedene Ich. Und bitte keine Angst, ich rede jetzt nicht von multiplen Persönlichkeitsstörungen oder heute heißt das. Und das nennen die das. Habe ich wieder vergessen. Irgendwas mit Identifikationsstörung. Dissoziative Identifikationsstörung. Ich rede ganz von normalen, gesunden Menschen. Da sehen wir einfach uns dauernd an etwas an. Und sie sagen, wir haben verschiedene, ein Plural von Ich, Bewusstsein, ich weiß es nicht. Wir sagen einfach Multiplizität des Ich. Und in der Psychologie sprechen sie von Ego-States, also Zuständen des Ich, oder von Inner Voice, oder von Inner Family. Ich würde sagen, wir sprechen von Mental Formations oder von Habit Energy, von Geistesformationen oder geistigen Gebilden oder Aktivitäten des Geistes oder von Gewohnheitsmustern. Und da möchte ich heute ein bisschen mehr reinschauen. Warum sagt man die verschiedenen Persönlichkeiten? Weil wir uns wirklich dann verschieden verhalten, den verschiedenen Personen gegenüber. Wir haben einen inneren Geizkragen und einen inneren Großzügigen. Wir haben einen inneren Faulenzer und einen inneren Antreiber. Wir haben eine innere Mutter, wir haben ein inneres Kind. Wir haben verschiedene Dinge, die man so nennen kann. Wir müssen nicht davon sprechen, aber wir können das tun. Ich meine, wir müssen denen keinen Namen geben, aber wir können das tun. Diese Zustände, ich nenne jetzt den Rest des Talks einfach Teile. Diese Teile von uns sind in der Kindheit und Jugend entstanden. Jedes Kind muss sich auf die Anforderungen des Lebens einfach eine Antwort selbst finden, wie es damit umgeht. Und man geht auch anders um schon mit der Mutter als mit dem Vater und mit den Geschwistern und dem Kindergarten und in der Schule, wenn es immer wieder neuen Herausforderungen begegnen. Und dann sind das nicht alles neutrale Herausforderungen, sondern das Kind wird lernen, dass einiges seines Verhalten nicht akzeptiert wird. Und deshalb versucht es dann so zu sein, wie es sein soll. Wie das Verhalten gewünscht wird. Wenn die Eltern keine Wutausbrüche dulden, dann wird es versuchen, die zu verstecken. Wenn die Eltern möchten, wenn es gelobt wird für lieb sein und brav sein, dann wird das Kind sich so verhalten. Und die Eltern freuen sich, unser kleiner Sonnenschein, und freuen sich, dass das Kind immer froh und munter ist, haben aber kein Verständnis für die Trauer, wenn das Kind traurig ist. Und es wird sich so anpassen. Es ist ein Anpassungsmechanismus, der dem Kind einfach
das Überleben in der Gemeinschaft, Familie oder Gemeinschaft versichert soll. Die ungeliebten Teile von anderen Ungeliebten sind schmerzhafte Teile, die das Kind versteckt. Und wenn wir größer sind, dann behalten wir dieses Verhalten bei uns. Es ist irgendwie gespeichert in unserem Speicherbewusstsein und wird meist nicht korrigiert. Ich sage meist, es kann schon sein, in einer liebevollen Beziehung als Erwachsene dann auch so anders erleben, wie eine Beziehung sein kann, dass wir einiges von dem auch wieder loslassen. Aber im Großen und Ganzen behalten wir das. Es ist ein Schutzmechanismus, der uns hilft, so zu uns anzupassen, wie das gefordert wird vom Leben. Und die unwünschten Teile, die verstecken, sind oft traumatische Ereignisse, können aber auch kleinere Sachen sein, wo das Kind ganz einfach sich verletzt fühlt oder gedemütigt fühlt, ohne dass das eine Riesensache ist. Ich dachte, das ist so ein bisschen wie, ich weiß nicht, wenn ich eine Operation hatte oder mein Bein oder Arm gebrochen hatte, dann musste ich nachher in Therapie, nicht nur, weil ich den Arm nicht mehr bewegen konnte, sondern dann hat man mir gedacht, oh, das ist eine Schutzhaltung, die du hast, und du musst wieder lernen, gerade zu gehen oder so zu machen. Man möchte einen verletzten Teil schützen. Das ist der Körper oder der Geist. Wenn wir uns schützen wollen, psychisch, und dann so gehen, ganz krumm und schief, also zu dominieren, einseitig meine ich damit, dann ist das kein Schutz mehr, sondern ein Hindernis. Und dann müssen wir schauen, wie gehen wir mit diesem Schutz um? Warum verhalte ich mich so? Was ist jetzt, ist das angebracht? Selbst wenn ich weiß, stammt aus meiner Kindheit, meist wissen wir das gar nicht, kann ich das ändern? Wir sprechen also von verschiedenen Teilen und die, die der beste Schutz sind für das Kind, die bilden sich raus und bleiben. Und die haben wir später und wir identifizieren uns damit und denken, das bin ich und das ist mein Charakter. Ich bin so und so, stark, schwach, fröhlich, zornig und so weiter. Diese Schutzhaltungen schützen das Kind vor dem Schmerz. Sie sind immer in einer guten Absicht entstanden. Aber es heißt nicht, dass sie deshalb gut sind im Sinne, dass jeder dem zustimmen würde. Das kann zum Beispiel sein, dass ein Kind, das sich verletzt fühlt, einsam fühlt, einfach viel Essen in sich reinstopft. Oder ein Teenager zu Alkohol greift. Oder ein junges Kind oder älteres Kind zu Aggressionen neigt. Das ist nicht immer das, was wir uns wünschen würden. Sondern ist das, was die Psyche des Kindes in dem Moment tut, um uns zu schützen. Es kann sein, die Eltern haben kein Verständnis für meine Trauer, also bilde ich so einen inneren Zaun aus. Und später gehe ich immer noch rum und sage, alles ist fein und bringe die Leute zum Lachen. Oder es kann Aggression sein und es kann ein innerer Kritiker sein, der sagt, Achtung, wenn du nicht leistest, dann wärst du nicht geliebt. Oder eine Mauer aufbauen, ich werde zu verletzt, ich lasse jetzt niemand mehr an mich ran. Schutz, ja, ob es unbedingt uns hilfreich ist, wenn wir erwachsene Menschen sind, das ist noch einmal eine andere Frage. Wir merken es nicht, wir halten uns es für uns selbst oder auch wir wissen, ja, wenn wir ein Trauma haben, dann wissen wir, vielleicht haben wir dadurch eine Essstörung oder sonstiges, aber das ist dann auch schwer, damit umzugehen, denn dafür müssten wir den Schmerz berühren und das wollen wir nicht. Jede dieser Schutzhaltungen, Entschuldigung, nicht Schutzhaltungen, jede unserer Teile, und wir haben 20, 30 oder noch mehr davon, ist wie eine andere Persönlichkeit. Mit eigenem Körpergefühl, mit eigener Sinneswahrnehmung, eigenen Gefühlen, Gedanken, Redewendungen, einer eigenen Geschichte, sie sind entstanden aus verschiedenen Situationen her, eigenem Alter, in einem verschiedenen Alter zum ersten Mal aufgetaucht. Und sie haben verschiedene Motivationen. So kann es sein, dass in uns ein innerer Kritiker ist
und ein Suchtverhalten. Wir essen zu viel. Der eine will uns schützen, dass wir unsere Gefühle nicht spüren, indem wir essen. Der andere wurde eben fürs Essen kritisiert und ist jetzt sehr strikt mit uns und sagt, du darfst nicht essen. Wir kommen immer Zwiespalt, die innere Kämpfe. Das gibt es mit vielen Dingen, dass wir einfach ein Ideal haben, dem wir gerne folgen möchten und schaffen es nicht, unser Ideal zu erreichen. Dann versuchen wir es mit Druck und Zwang und Kritik. Oder wir wünschen uns irgendetwas Schönes und denken, oh, das darf ich mir nicht gönnen. Vielleicht wollen wir in Urlaub und wir haben eine kranke Mutter und müssen uns um sie kümmern. Es gibt unheimlich viel Kampf und unheimlich viel. Es gibt sehr viel, unheimlich jetzt nicht, aber sehr viel Kampf und sehr viel Kampf und Zwiespalt in uns, das manchmal sehr, sehr stark in uns ist. Was können wir da machen? Als Schüler von Thai wissen wir, Kampf hilft nichts, sonst hätten wir unsere Probleme durch unseren Kampf schon längst gelöst. Wenn wir kämpfen, das, was wir bekämpfen, wird immer stärker. Durch Kampf wird etwas stärker. Dann bleibt uns halt nur die Achtsamkeit. Achtsam mit einem Gefühl umgehen, was meist die Menschen das sagen, ja, bestimmt, wie wir das tun. Einfach atmen, das Gefühl ganz und gar zulassen, nicht bekämpfen, nicht kritisieren, es wie Thay sagt, umarmen. Ja, ich sage, wenn ich eine Meditation zu Gefühlen führe, sehr oft, nicht 100%, aber meist, schauen wir einmal, wenn es zum Beispiel über Wut geht, wie fühle ich mich denn meiner Wut gegenüber, was ist meine Einstellung? Fühle ich mich gut, wenn ich wütend bin? Schäme ich mich meiner Wut, wenn es ein Dauerproblem ist, das mir schon wieder passiert ist und auch noch von fremden Leuten oder in der Arbeit beim Chef? Wie fühle ich mich? Hasse ich meine Wut? Habe ich Wut auf meine Wut? Wünsche ich es mir einfach, dass sie weggeht? Wie stehe ich meiner Wut gegenüber? Und auch meiner Haltung, diesem Problem gegenüber, in meinem Essverhalten oder meiner extremen Schüchternheit, wie stehe ich dem gegenüber? Das schaue ich mir zuerst an. Und dann gehe ich weiter und versuche, dieses Problem zu umarmen. Denn wenn wir ein starkes Problem haben, dann sind wir meist nicht bereit, das dem Einleben einfach nur freundlich zuzulächeln und es zu umarmen. Das ist, was ich meinte, wenn ich sage, das ist ein ganzes Cluster, ein ganzes Konglomerat, ein Habit Energy. Nicht nur, dass ich zu viel esse oder wütend werde, sondern das ist ein ganzes Verhaltensmechanismus, wie ich mich dann verhalte, aber auch, dass ich mich nachher schimpfe und untermache. Und das Ganze schaue ich mir an. Und dann, wenn ich durch all diese Hürden durch bin, dann schaue ich mir an. Dann sitze ich in meinem Essverhalten oder was auch immer und versuche das so liebevoll wie möglich zu tun. Und wenn wir über die Jahre üben, dann bin ich ganz sicher, dass wir einiges an unserem Verhalten auch ein bisschen gelöst, gelockert, gebessert haben. Allerdings, wenn wir wirklich so sagen, ich will jetzt mein Verhalten ändern, diese oder jene Schwachstelle, dann haben wir meist ziemliches Pech. Wir müssen aber eigentlich schon anfangen damit zu sagen, oh, mit welcher Einstellung gehe ich denn da dran? Was ich brauche, ist Akzeptanz und nicht ändern wollen. Kann ich das wirklich liebevoll akzeptieren? Wenn nicht, muss ich mich um meinen Wunsch etwas zu ändern kümmern. Und dann können wir uns um unseren inneren Kritiker, unser inneres Essverhalten, unser Essverhalten, die Stimme, die uns zum Essen oder der Tag, der uns zum Essen bringt, dann können wir uns unseren inneren Feigling, unseren inneren Weise, die Stimme, die uns sagt, du bist feige, du bist mutig oder du bist schwach, um all diese Dinge liebevoll kümmern. Wenn wir uns zuerst einmal darum kümmern, wie gehe ich denn mit diesen Schwächen um? Und wenn ich heute das zum Thema genommen habe, dann, weil ich etwas auch gelesen habe, über den ich dachte, es gibt psychologische Richtungen, die heute
Ich habe gehört, selbst die Psychoanalyse akzeptiert heute, weiß ich nicht, habe ich nur gehört, meine Therapeutin, dass es mehr als ein Ich gibt, das feste, der feste Glaube an ein Ich gar nicht mehr existiert. Aber es gibt eben Richtungen, die das ganz stark damit arbeiten. Und das ist Inner Voice, das ist Psychosynthese, Inner Voice, Dialog, Inner Family System, Inner Team und Ego States. Vielleicht noch mehr, völlig gereicht. Das sind Therapieformen, die sich auf Achtsamkeit und auf buddhistischer Praxis aufbauen. Und ich denke, die haben viel von uns gelernt, wir können auch ein bisschen von denen lernen. Zuerst ist ein jemand, der in dieser, das eben tut, ich habe nur darüber gelesen, ich weiß noch nicht. Zuerst sollte er sich in Achtsamkeit ankern und dann nach innen gehen, wie in der Meditation. Das Neue ist nur, dass sie mit ihren Gefühlen sprechen. Ich sage zwar auch manchmal, sprich mit deiner Angst oder sprich mit deinem Speicherbewusstsein, aber sie machen das, als das ist die Form, die sie gewählt haben. Ich schaue nach innen, sagen wir jetzt mal, ich habe den inneren Kritiker, um den ich mich kümmern möchte. Wenn ich in Therapie deshalb gehe, will ich ihn ja ändern. Zuerst begegne ich dann meinem Wunsch, das zu ändern. Oder meine Wut auf diesen Kritiker. Und so weiter, all den Gefühlen, die zwischen mir und dem inneren Kritiker sind. Sie können mit diesen Gefühlen nur sprechen, oder mit dem inneren Kritiker, wenn sie ihre eigene Haltung dazu durchlaufen haben. Und jede dieser Gefühle und Haltungen sind Stimmen. Also einige sehen, visualisieren es, andere hören es. Sind diese Persönlichkeiten. Es hört sich vielleicht verrückt an, aber wenn man das liest, hört sich das sehr gut an. Man personalisiert in dem Sinne das Gefühl, aber man spürt, ich komme überhaupt nicht weiter. Diese Person lässt mich nicht durch, wenn ich nicht akzeptiere, dass Angst oder wie ein Kritiker oder gut, dann muss ich mich um die kurz kümmern. Aber ich brauche jetzt nicht 3 Stunden darüber zu meditieren, sondern ich sage, bitte geh mir aus dem Weg. Ich weiß, du bist da und ich kümmere mich auch später um dich. Und wenn wir das achtsam tun, geht die Wut, das nächste und das nächste Gefühl uns aus dem Weg. Manchmal geht dieses Gefühl uns nicht aus dem Weg, dann müssen wir vielleicht nochmal mit ihm sprechen. Vielleicht ist da aber noch ein anderes Gefühl. Wenn wir achtsam genug sind mit all dem, was unsere Haltung ist, die zwischen mir und meinem inneren Kritiker oder meinen Wutzuständen ist, wirklich jedes Gefühl spüren, dann steht uns nichts mehr zwischen meiner Wut oder meinem Essverhalten oder meinem inneren Kritiker. Nur dann kann ich ihm wirklich begegnen. Und ich denke, das ist so in der Meditation genauso. Und wenn wir wirklich achtsam sind, und nur dann können wir diesem Problem, dem wir uns stellen möchten, begegnen, dieser Persönlichkeit, die es repräsentiert. Und wir können jetzt ihr sagen, was wir wollen. Sie wird sich nicht berühren lassen, kann sogar weggehen. An einer Stelle sagt dann der Therapeut den Sesam, öffne dich, Satz. Frag doch mal, warum der Kritiker will, dass du dich so klein fühlst. Frag ihn mal, warum, welche immer auch, welche Person, frag mal, warum er das tut. Und wenn der Kritiker das dann sagt, dann verstehen wir. Er wird sagen, ich tue das, um das Kind zu beschützen. Und wenn es dann nicht weitergeht, der zweite Sesamsatz. Was glaubst du denn, was geschehen würde, wenn du nicht mehr so weitermachst wie jetzt, wenn du loslassen würdest, nicht kritisieren, nicht essen, nicht was auch immer tun würdest? Und dann heißt es, dann würde das Kind wieder genau dasselbe sein. Würde sie stickfaul sein und so viel essen und dann kriegt sie viel Stress. Viel Schmerz, und wird sie abgelehnt, wird sie nicht geliebt, dann kommt viel Schmerz.
Und das, was das Kind gelernt hat, also 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahre war, dieses Verhalten darf ich nicht haben, sonst akzeptieren mich die Kinder, die Schule, die Eltern vor allen Dingen nicht. Das ist gespeichert. Und diese Person sagt, ich muss mich so verhalten, um das Kind zu schützen. Und dann danken die Klienten, die Menschen, die das eben anschauen, ihren Beschützern dafür, dass der Beschützer sie beschützt. Wenn sie den inneren Kritiker bisher nicht liebten, jetzt haben sie verstanden und danken ihm. Und falls das jemand verrückt vorkommt, ich habe ein Essproblem und habe einmal darüber gelesen, dass es ein lebensrettender Mechanismus ist. Und da habe ich das Buch, ganz woanders habe ich das gelesen, das Buch weggetan und war sehr dankbar. Und habe mir Essen auch Gedanken, Esszwang, aber habe vor allen Dingen auch wirklich Dankbarkeit gefühlt. Ich habe gemerkt, es hat mir mein Leben gerettet. Und wenn wir das dann wirklich verstehen, dann können wir dankbar sein. Und ohne Verstehen werden wir nicht dankbar sein. Und ohne Verstehen wird sich nichts in diesem, was wir machen, Fehlverhalten, was in Wirklichkeit ein Schutzverhalten ist, ändern. Wir halten es für einen Fehler und wollen es ändern. Wenn wir verstehen, dass es ein Schutz ist, dann wollen wir es nicht mehr ändern, sondern wollen tiefer verstehen und sind dankbar. Und nur dann bewegt sich überhaupt etwas. Und dann müssten wir dieser kleinen Persönlichkeit noch erklären, dass wir heute einen anderen Weg haben, uns selbst zu schützen, dass wir diese Art von Schutz nicht mehr brauchen. Wenn wir sie überzeugt haben, dann lässt sie uns zu dem verletzten Teil. Und dieser verletzte Kindanteil, der braucht unsere Liebe und unser Verstehen und wird uns auch nochmal seine Geschichte erzählen. Und das, wenn das ein Trauma war, dann kommt eben das Trauma noch auf. Wenn das eine kleine Verletzung ist, dann ist es gut. Deshalb möchte ich jetzt niemanden raten, setzt euch doch mal hin und macht das einfach mal so, sondern man fängt dann mit kleinen Dingen an. Aber es hat mich wirklich sehr beeindruckt zu sehen, das ist wirklich angewandte Praxis. Achtsamer Dialog, achtsam in der Gegenwart verankert, sich nicht fühlen, total verlieren, achtsames Zuhören, achtsames Sprechen, Dankbarkeit, Verstehen, Dankbarkeit, Liebe und nicht unterdrückender Schmerzen, sondern zulassen. Ich war auch sehr berührt davon, dass es so sehr gezeigt hat, da sitzt ein Therapeut daneben, ja. Aber im Grunde genommen ist der Mensch, der sein Inneres anschaut, derjenige, der sich selbst heilt. Der andere weiß ein bisschen, wie man das macht. Und ein sehr klares, die Heilung, der Schmerz ist in uns, ja, aber die Heilung ist auch in uns. Und es gibt einen achtsamen Weg, der uns zur Heilung bringt. Das fand ich eine sehr schöne Sache. Ich persönlich habe noch nicht wirklich damit geübt, muss ich gestehen, ein bisschen schon. Aber ich benutze es oft so, ich habe irgendwo gelesen, wenn man Schlafstörungen hat, kann man auch einfach sein ganzes innere Familie einladen und bitten, komm, wir schlafen jetzt, bitte helft mir. Oder schlafen wir alle, schlaft jetzt. Oder wenn jemand noch was möchte, dass er es jetzt gleich sagt und so weiter. Das habe ich in letzter Zeit ein paar Mal gemacht. Und es hat mir, wenn ich es nicht bewusst tue, damit ich schlafe, sondern mehr, muss mal schauen, mit denen sprechen, hat es mir auch schon geholfen. Und ich hatte ein schweres Gespräch vor mir. Oh, was soll ich jetzt tun? Habe ich auch alle meine Personen angesprochen. Das war eine schöne Antwort. Also für mich ist es mehr Spiel, als dass ich da bin. Ernsthaft umgehen wird. Wir können das visualisieren oder wir können Stimmen hören. Keine Verrückten, sondern einfach das Gefühl hat dann einen Ausdruck. Und sie benutzen die Zwei-Stühle-Methode. Wer Thais Buch Versöhnung mit dem inneren Kind kennt, der weiß, dass auch Thai uns eine Übung gegeben hat, dass wir da sitzen. Und antwortet das innere Kind, dann setzen wir uns
auf einen anderen Stuhl. Und dann sprechen wir wieder, dann gehen wir zurück auf den ersten Stuhl und dann wieder zurück auf den Sitz des Kindes. Weil das innere Kind schon ein bisschen schmerzhaft auch für den einen oder anderen sein kann, es ist gut, wenn man bei leichten Dingen anfängt. Gesagt wird in dieser Therapie, das nehme ich zwar ein bisschen vorsichtig, aber da es wie Meditation ist, glaube ich eigentlich auch, dass der innere Geräuschpegel, der innere Denken, der innere Monolog immer leiser wird, genauso wie bei jeder Achtsamkeitsübung, und das sind Achtsamkeitsübungen, und immer mehr zu einer inneren Stille kommt. Ich habe ein Beispiel für mich, das jetzt nicht von dieser Therapieform kommt. Ich hatte letztens Anfang März, eine Shiatsu-Behandlung aus irgendeinem Grund. Und zu meinem Erstaunen kam dann was anderes, als ich erwartet habe. Und dem Tag ging es mir gut. Am nächsten fühlte ich mich etwas trauriger. Und am zweiten Tag danach setzte wirklich etwas stark ein. Trauer und Empfindlichkeit. Empfindsamkeit und Empfindlichkeit, beide. Ja, Tät, ich war schon ein bisschen in der Laune vorher, ich war nicht wirklich mit Feuer, mein Zimmer öffnen und so weiter, also reinkommen konnte. Aber dann war es ganz negativ. Wir haben Zeremonien, da hat jemand was gesagt und ich so ein bisschen unfair, was gesagt wurde. Ich habe mich so verletzt, ich habe es gerade geschafft, dass ich nicht weinend gesehen wurde, also rausging. Und an dem ganzen Tag war ich sehr nah den Tränen und habe mich dann eingeschlossen, also mein Zimmer zugemacht. Und dann kamen Schwestern da, komm, wir unten lassen rein. Ich habe nur, nein, tut mir leid, ich lag im Bett und habe geweint. Und ich wusste genau, was geschehen war. Das war mein Teenager. Mein Teenager hat sich genauso benommen. Einerseits ein großer Wunsch nach Verbindung, andererseits, wenn die Verbindung kam, abgeblockt, nein, war ich nicht. Und ich lag im Bett und sagte, um Gottes Willen, hat mir die Shiatsu meine Mauer genommen, meine Abwehr gegenüber, hat mir meine Teenager wieder hochgebracht, meine verdrängten Schmerzen, die Teile, die ich nicht zulassen kann, die ich sonst in der Welt nicht leben kann. Und dann tut es halt weh, wenn man keine Verbindung hat. Die blockiert man durch die Mauer selbst ab. Das sah ich da und wusste, so war ich. Und Teile davon sind eben in mir. Und das ist jetzt Shiatsu. Ich hätte gerne noch mal eine Behandlung gehabt, aber dann hatte ich was zu tun. Und dachte mir, das kann ich momentan nicht sagen. Irgendwann nehme ich wieder Zeit. Aber das ist im Grunde genommen dasselbe. Man hat eine Mauer, man hat ein Verhalten, Essverhalten, man arbeitet am Computer oder arbeitet sonst oder trinkt oder macht irgendetwas auf der Welt, damit die Gefühle nicht an uns rankommen. Und wenn sie dann kommen, ich war total verblüfft. Also kann ich nicht in der Gemeinschaft leben, ich kann nicht immer nur au sagen. Das tat sehr weh, aber so empfindsam war wirklich wie ein kleines Kind. Und ich wusste, es war mein Teenager. Und ein bisschen dazu, ich weiß nicht, ob das nach dem Shiatsu war oder ob es die Praxis war. Eine Freundin in den Niederlanden hatte eine schwere Operation, wirklich Angst um ihr Leben hatte. Und sie hat es dann gut überstanden. Und dann waren sie 14 Tage zu Hause und dann kam eine Komplikation, noch schwerer, mindestens genauso schwer. Als ich das las, die E-Mail von ihrer Freundin, habe ich natürlich sofort angerufen und dann erzählt und nach einem Moment natürlich mit ihr gesprochen, was sie dann nochmal mitfühlend gesprochen. Und dann erzählt sie mir, es war Freitag, dass das geschehen ist und ich spreche mit ihr am Montag. Und der Arzt hat immer noch nicht zurückgerufen. Ja, Dienstag kommt er, es wurde dann nachher, ich glaube, es war Mittwoch. Und das Krankenhaus hat ihr Termin gegeben für den 31. März, das war vielleicht am 10. Mal. Ich war wirklich geschockt und habe dann ausgehört, das gibt es doch nicht, das kann ich doch nicht tun und so, was weiß ich. Und sie hat dauernd die Ärzte verteidigt. Und sagt, oh, Entschuldigung bitte, ich nehme dir deine ganze Kraft, ich rufe dich an, um dich zu unterstützen. Und dann schimpft sie, das ist sehr verrückt.
Und dann, entschuldige bitte. Und dann kam ich zurück zu meinem Atem und da kamen mir die Tränen. Und da dachte ich, ah ja, so funktioniert das. Dann geht in die Wut statt in den Schmerz. Dann wurde mir ein bisschen meine Mauer klarer, weil ich sie weiß und kenne, woher sie kommt. Ja, so lange war der Vortrag heute nicht. Ich möchte damit aufhören, aber eine Meditation machen und ich sage einen kleinen Workshop. Ich weiß nicht, ob wir den zweiten Teil noch machen können. Meditation auf jeden Fall. Darf ich noch